Dreimal pro Woche arbeitet Katharina Korotetska ehrenamtlich im Beratungszentrum Laru im Treptower Park Center und hilft Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind. Dokumente für Sozialamt, WBS, Jobcenter, Familienkasse, Kinderzuschlag. Vor knapp 2 Jahren brauchte sie selbst diese Unterstützung. Wenn ich komme in Berlin, ich auch brauche Hilfe. Und das ist wichtig für mich. Für mich bekomme Hilfe und zurückgebe meine Hilfe. Sie kam am 22. März 2022 nach Berlin. Das Beratungszentrum Laru war damals erst gegründet worden und noch in der Ansbacher Straße in Schöneberg. Für sie eine wichtige Anlaufstelle, um sich zum Beispiel mit Nahrungsmitteln zu versorgen, denn sie hatte nichts, war orientierungslos. Ich habe Angst und ich weiß nicht, wie und was ich muss machen. Sie hatte entschieden zu fliehen, nachdem ihre Stadt Kharkiv 3 Tage in Folge bombardiert worden war. Nach den 3 Tagen, wir haben kein Internet und kein Light. Licht. Und so beschloss sie, mit ihren 2 Töchtern wegzugehen. Ihr Mann musste zunächst zurückbleiben. Eine der 2 Töchter, die 6-jährige Nadja, muss sie jetzt aus der Schule abholen. Eine Grundschule in Mariendorf. Der Schulstart hier in Berlin war überhaupt kein Problem, erzählt Katharina Korotetska. Nadja geht in die 1. Klasse. In der Schule war sehr gut und wir haben Mathe gelernt und Deutsch. Ah, und auch Buchstaben? Ja. Was sind wir ein? Eine F. Es hat sich so viel verändert, seit sie hier ankamen. Am Anfang lebten sie bei einer Familie, die in netter Weise ein Zimmer anbot. Nach einiger Zeit konnte ihr Mann nachkommen, da er aus gesundheitlichen Gründen nicht als Soldat eingesetzt werden kann. Nach langer Suche finden sie zusammen eine Wohnung hier in Mariendorf. Viele mussten sie aber auch zurücklassen. Ihre Mutter, ihr Bruder wollten nicht fliehen. Das ist schwierig für mich, weil ich jeden Morgen telefoniert meine Mutter, rufe meine Mutter. Und fragen sie, alles gut und nicht gut. Das ist schwierig. Sie selbst wollte weg vom Krieg. Nur wohin? Erstmal in die Westukraine, nach Lviv. Von dort aus schickten sie ein Tanzvideo ihrer älteren Tochter Daria an die staatliche Ballettschule Berlin. Sie wurde eingeladen und angenommen. Deshalb ist Katharina Korotetska jetzt mit ihren 2 Kindern in Berlin. Ihre eigenen Ziele? In der Ukraine, ich arbeite als Zugdisponentin und in Deutschland, ich auch wollte arbeiten in der Deutschen Bahn. Und vielleicht ab September, ich kann bekomme eine Weiterbildung oder ein Praktikum, ich hoffe. Sie sind mittlerweile froh, in Berlin angekommen zu sein, auch wenn sie mit ihren Gedanken natürlich auch noch oft in der Ukraine sind. Über dieses Zwischen den Welten stehen reden wir mit Elina Wehner, die schon lange für das Beratungszentrum Larus aktiv ist. Schön, dass Sie bei uns sind, Frau Wehner. Danke. Das ist jetzt ein Fall, da lief ja alles wunderbar glatt, wenn man in den Umständen davon sprechen kann. Aber was sind denn so die größten Hürden, die größten Probleme für Geflüchtete in der Ukraine hier? Also überhaupt auch Hilfe zu finden, Orientierung zu finden. Es fehlt in sehr vielen Fällen klare Kommunikation, wie die Amtswege sind. Mhm. Weil viele Geflüchtete haben ja auch ganz viele verschiedene Bedürfnisse. In manchen Fällen gibt es ältere Eltern, die mitkommen. In manchen Fällen sind es kleine Kinder, manchmal Babys, manchmal Kinder im Schulalter. Mhm. Und natürlich muss dann die Familie wissen, was ist für jeweilige sozusagen dann Angehörige notwendig, welche Formulare sind notwendig, in welchen Bezirken ist das manchmal auch jetzt auch ein Problem, gibt es Schulplätze, in welchen Bezirken können sie aufgenommen werden. Ja. Also klare Kommunikation ist ganz wichtig und die fällt uns auch als Helfern sehr oft. Ja, okay. Aber es gibt immerhin Hilfen wie das Beratungszentrum Laru. Wir reden gleich noch mal weiter über diese besondere Situation, dass man quasi mit 2 Beinen schon hier ein Leben beginnt und doch mit dem Herzen noch in der Heimat ist. Aber gucken erstmal auf die nüchternen Zahlen. Wann eigentlich sind wie viele Geflüchtete hierher nach Berlin gekommen?
Der Krieg beginnt, die ersten Geflüchteten aus der Ukraine kommen nach Berlin. Im März 2022 sind es fast 11.000. Die allermeisten kamen dann im April 2022 nach Berlin, und zwar über 30.000. In den restlichen Monaten des Jahres 2022 sind es deutlich weniger, aber dennoch mehrere Tausend pro Monat. Anfang des Jahres 2023 sind es ebenfalls zunächst an die 2000 Geflüchtete, dann zum Teil auch unter 1000. Im vergangenen Monat, im Januar 2024, wurden im Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten 922 Geflüchtete aus der Ukraine registriert. Okay, also ein gleichbleibender Zustrom sozusagen, könnte man sagen, summiert sich auf 90.000 in etwa, die gerade in Berlin leben. Wir reden weiter mit Elina Wehner vom Beratungszentrum LARO für ukrainische Geflüchtete. Wie viele von denen eigentlich haben sich wirklich auch so eingerichtet, hier zu bleiben? Wie viele ungefähr, würden Sie sagen, wollen wieder zurück, wenn Frieden herrscht? Es hängt immer sehr davon ab, ob die Menschen tatsächlich aus den Gebieten, die zerbombt sind, kommen oder aus den Gebieten sozusagen kommen oder allgemein Angehörige, viele Angehörige in der Ukraine haben. Auch teilweise vom Alter. Ganz viele ältere Menschen sind jetzt im Moment unsicher, ob sie weiterhin auch hier bleiben dürfen. Mhm. Jüngere Menschen suchen jetzt schon die Arbeit. Wir haben das in dem wunderschönen Beitrag gesehen, zum Beispiel auch, dass die Menschen jetzt auch mit der deutschen Sprache vertrauter sind. Ja. Also es hängt immer sehr oft von der familiären Situation ab. Und ganz, ganz viele schauen sich ja auch in Deutschland um, mhm. es sei denn, sie haben jetzt Freunde oder Familie in anderen Bundesländern mhm. oder bekommen auch teilweise Arbeit in Berlin oder in anderen Bundesländern. Mhm. Deswegen ist es da auch sehr wichtig, Orientierung zu schaffen. Okay, also ist noch was in Bewegung. Man hat ein bisschen den Eindruck, dass sich da gerade was verändert. Also im Januar hat der Unionschef Friedrich Merz gesagt, es sei ein Fehler gewesen, den Geflüchteten aus der Ukraine Bürgergeld zu zahlen, also sie sofort zu unterstützen. Und uns hat hier oft erreicht, dass es tatsächlich auch den Wind ein bisschen gedreht hat und härter gemacht hat, die Feindseligkeiten gegen ukrainische Geflüchtete zugenommen haben. Können Sie das bestätigen? Also was wir sehen, dass wir ganz, ganz viele hochmotivierte Menschen hier haben, die auch sofort fragen, auch sich fragen, was kann ich denn tun? Und ganz viele Menschen hier haben, die durch diese Unterstützung sofort auch einsteigen können in bessere Jobs. Und wir hören ja auch von allen Seiten, mhm. es fehlen uns Fachkräfte in mhm. Deutschland. Natürlich, es ist jetzt so, dass man vielleicht auch anders vielleicht reagieren könnte, auch bessere Orientierung geben mhm. könnte. Aber man muss da jetzt auch daran denken, Jobcenter braucht ja auch Personal. Mhm. Und alle helfende Hände, Sozialämter und mhm. Einrichtungen in Berlin brauchen auch Personal. Und deswegen, also ich meine, man weiß jetzt nicht, das ist jetzt so, mhm. Wie es ist. Und die Menschen sind einfach jetzt besser mit Deutsch, mit deren Qualifikationen ausgestattet. Und richten sich vielleicht auch darauf ein, hier zu bleiben und hier zu arbeiten. Vielen Dank, ja. Elina Wehner, dass Sie uns davon erzählt haben, von Ihrer Arbeit unter anderem auch im Beratungszentrum LARO. Danke Ihnen.